Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Heart Gold. Yeah! Wir waren gerade dabei, gegen diese Trainer zu kämpfen. Was sagst du dazu, Safcon? Sitzt ganz still und starrt nach unten. Tja, das Leben eines Safcon ist schon nicht einfach. Boah, na toll! Jetzt hast du mich erschreckt und mein Ziel hat sich verdrückt. Entschuldigung. Das war ja keine Absicht. Okay? Okay? Carpador auf Level 5. Oh, wow. Was soll diese Attacke? Ich raff's nicht. Egal. Okay, nichts geschieht. Das ist aber kein Problem für uns. Wir brauchen 4 bis 5 Hits, um dieses Carpador klein zu schlagen. Das Problem ist, er wird auch noch eins auf Level 15, glaube ich, einsetzen. 15 oder 10? Ich bin mir gar nicht so sicher. Und, da können wir ja nicht wirklich viel anbrennen mit Happix, ne? Das dauert ja noch länger, das klein zu kriegen. Oh ja, na klar, geht's daneben. Na klar, es dauert ja nicht schon ewig genug. Ja, ist gut. Ist okay. Ist okay. Sehr schön. Es gibt unwahrscheinlich viele Erfahrungspunkte. Es lohnt sich einfach nicht. Es lohnt sich einfach nicht. Und wir setzen Lucky ein. Es lohnt sich einfach null, da den Aufwand zu betreiben, das mit Safcon machen zu wollen. Das ist doch Bullshit. So Kratzer. Wenn es wenigstens einigermaßen Erfahrungspunkte geben würde, aber nichts geschieht. Okay, da geht das wenigstens halbwegs schnell. Wir könnten es noch ein bisschen beschleunigen, indem wir Voltilam einsetzen, Marshy. Aber es ist sowieso schon weiter trainiert als alle anderen. Deswegen lassen wir das mal. Weil man das hier auch nicht dringend als Training bezeichnen kann, nicht wahr? Genau. So, es wird die ganze Zeit tackeln. Wir könnten ja mal mit Raserei agieren. Oh Mann. Echt schneller als wir? Krass. Okay, Raserei müsste eigentlich schneller werden. Stärker werden. Verfällt in Raserei, genau. Gut, es hat kaum irgendwas gebracht. Verfällt in Raserei. Los schon. Okay, ist schon ein bisschen mehr ab. Lucky verfällt in Raserei und los. Los jetzt. Töte es. Gott, das bringt fast nichts einfach. Kratzer. Kratzer of Doom. 63 Erfahrungspunkte. Wow. Der ultimative Shit. Komm, wir setzen nochmal Evil ein. Zur Abwechslung. Und naja. Albert. Windstoß! Yeehaw! Yeehaw! Get down! Bim, bim, bim! Wow, das war ein spannender Kampf. Platsch! Ja, platsch. Julian, was geht ab? Guten Tag, Bob. Julian am Apparat. Wie geht's? Erinnerst du dich noch an mein cooles Radfratz? Mein Radfratz ist nicht irgendein dahergelaufenes Radfratz. Mein Radfratz ist was Besonderes. Und mein Radfratz, das lebt wenigstens noch. Du Arschloch! Ich bin traurig. Komm her, du. Im Angeln bin ich gut, aber im Pokémon-Kampf bin ich besser. Okay, dann lass uns das doch mal ausprobieren. Pokémon? Evil, wir können ja mal Evil einsetzen. Lucky ist gerade so angeschwächt. Das muss ja auch nicht sein. Okay, Windstoß. Nassmacher, wow.
Ich glaube, Goldini kann noch keine Wasserattacke zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob Nassmacher eine Wasserattacke ist. Ich befürchte aber nicht. Oh, super Schall. Super ätzend. Natürlich. Und dann auch noch richtig viel Schaden. Es ist super riskant gerade. Ich setze jetzt mal auf Marschi. Damit sollte es ja überhaupt kein Problem sein. Get paralyzed! Okay, dann vielleicht nicht. Get donnershocked! Joa, das passt. Das war mir jetzt ein bisschen zu risky noch, weiter damit mit Taubsi zu agieren. Das war ein bisschen Angler Angelo, Alter. Ich bin so ungeduldig. Whee! Oh nein, du kriegst meine Nummer nicht. Halten junge Leute heute denn heutzutage gar nichts mehr vom Angeln? Wart's nur ab. Ich zeig dir die faszinierende Welt der Angelkunst. Tausche deine Nummer mit mir? Nö. Oh, meine eigenen Kinder wollten mir auch nicht ihre Nummern geben. Was? Sind denn alle jungen Leute heutzutage so? Was? Deine eigenen Kinder? Oh, ouch. Aber ich würde fast sagen, verdient, ne? Verdient. Ich meine, wer von sich behauptet, im Angeln gut zu sein und im Pokémon-Kampf noch besser und dann gegen ein Kind verliert. Autsch. Dem würde ich meine Nummer auch nicht geben, ne? Keine Chance, Digga. Keine Chance. Tut mir leid. Aber man muss auch gewisse, es gibt Grenzen. Und die dürfen nicht überschritten werden. Wow, dieser Orden. Er ist aus Viola City. Du hast Falk besiegt? Krass. Ja, war easy. Mann, Stimme! Bleib bei mir! Gut, gegen Taubsi ist jetzt nicht unbedingt so super praktisch, muss ich sagen. Wir setzen mal Lucky ein. Weil wir es können. Tackle! Ah! Oh. Nein, nicht Kratzer wollte ich gar nicht. Ich wollte Aquaknarre! Sandwirbel, okay. Sandwirbelus. Aber wir treffen doch, Sehr gut. Auseinandergenommen. Ja, ich möchte mein Pokémon wechseln, wieder auf Happix. Happix muss ja auch irgendwann mal aus dem Knick kommen, ne? Es bringt ja nichts. Hi. Ich denke, in dem Kampf kriegen wir Happix aber noch auf Level 10. Wenigstens das. Hey, wenigstens das, hey. Okay. Okay. Aquaknarre. Scheiß Sandwirbel. Okay. Sandwirbel kann schon ätzend werden. Ist so eine Billo-Attacke, aber es kann echt... es kann echt ätzen. Aquaknarre! Yeah! Cool, yo. So, und jetzt noch ein Habitag. Da wechseln wir natürlich erstmal wieder auf Herpix. Oh Mann. Dieses ständige Hin- und Herwechseln ist auch so eine Sache für sich. Okay. Habitag wird in den Kampf geschickt. Ja, wir sollten unbedingt wechseln, bevor hier ein Schnabel kommt. Ein Schnabeltier. Silberblick. Nice. Verteidigung sinkt. Wir machen Aquaknarre. Unsere Genauigkeit ist ja wieder hergestellt. Angriff sinkt, bringt aber nichts. Okay, wir ziehen nicht mal die Hälfte ab. Okay, Verteidigung sinkt noch weiter. Ist jetzt aber schon ein bisschen, ne? Risky. Aber wir kriegen das hin, denke ich. Er macht nochmal Silberblick. Kein Ding. Okay, gut. Dann ist ja alles gut. Schön blöd, ey. Happix erreicht Level 10. Oh Gott sei Dank, ey. Oh. Ich kenne jetzt meine Schwächen. Meinst du? Hey, Happix entwickelt sich. Wow. Die nächste in Evolution.
Glückwunsch, dein Happix wurde zu Smetbo. Coolio. Und wir erlernen direkt Konfusion. Coolio. Das ist echt nice. Direkt eine Psycho-Attacke, eine kleine, coole. Bericht. Wir haben jetzt einerseits Facettenauge, steigert die Genauigkeit sehr, sehr gut. Und ganz gute Werte. Und Konfusion. Und wir könnten theoretisch... Ne, heute ist Montag. Scheiße. Wenn Dienstag wäre, könnten wir uns noch den Krummlöffel holen. Damit können wir noch Psycho-Attacken zusätzlich verstärken. Aber jetzt erstmal durch den Einheitstunnel. Oder sollten wir die... Sollten wir das Item zuerst mal holen? Wir könnten ja... Wir könnten es holen. Dann müsste ich jetzt nur eine kleine Aufnahmepause machen. Wir machen das so, oder? Passt mal auf. Jungs, Mädels, passt mal auf. Ich hole schnell den Löffel und wir sehen uns gleich an dieser Stelle hier wieder. Also bis gleich. So, da haben wir doch die gute alte Dietlinde und die sprechen wir jetzt mal an. Pass mal auf. Psst, halt, die Maus ist hier noch drin. So. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Dietlinde von Dienstag. Da wir uns zum ersten Mal sehen, schenke ich dir diesen Krummlöffel. Dankeschön. Findest du nicht auch, dass er eine äußerst sonderbare Form hat? Er versteckt Attacken der Elementklasse Psycho. Ich bin sicher, er wird dir sehr nützlich sein. Das wird er. Das wird er mit Sicherheit. Denn den geben wir auch direkt einmal. Geben. Den geben wir jetzt Smetbo. Wunderbar, Mensch. Ach, ein Traum. Ach, Sägesang können wir auch noch jemandem geben, wenn wir einmal hier rumstehen und doof gucken. Dann können wir ja mal Sägesang Lucky geben. Einfach so. Okay, Sägesang ist zwar scheiße, aber gut. Und wir sehen uns dann gleich wieder an der Stelle, wo wir eben waren. Bis gleich. Hui. Und da sind wir auch schon wieder an dieser Position. Für euch geht es relativ schnell. Für mich sind gerade knapp 7 Minuten vergangen. Das ging eigentlich auch ziemlich schnell, ist okay. So, und wir machen jetzt endlich weiter, wo wir aufgehört haben. Wir gehen in den Einheitstunnel. Und wir sind jetzt eigentlich 7 Minuten länger als normalerweise. Okay, 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 ja, ist gut. So, im Tunnel. Wie? What? Ging das schon immer so freaking schnell? What? Ging das schon immer so schnell? Oh my goodness. Okay, ich habe nur noch... Ich habe aktuell nur noch einen Namen, weil heute ist der Montag, an dem die erste Folge gerade erst rauskommt. Und ich habe nur noch einen Namen. Und wir können dann keinen Routen-Pokémon fangen. Oh my god. Oh mein Gott! Oh. Okay. Also ich habe jetzt noch einen Namen und einen Namen habe ich jetzt noch für Evoli direkt schon. Oh. Okay. Na, halb so wild. Okay. Gut, Lu. Toll, du bist wieder ein nutzloses Pokémon, Jutlu. Freust du dich? Hallo, Bob. Ich habe es schon gehört. Aus dem Ei ist also tatsächlich ein Pokémon geschlüpft. Ich wusste doch, auf dich ist Verlass, Bob. Dir das Ei anzuvertrauen war genau das Richtige. Besuch mich doch mal. Ich würde zu gerne sehen, was für ein Pokémon daraus entstanden ist. Flüpp, flüpp, flüpp. Jo, Huten-Pokémon wird jetzt toll, ne? Ich habe keinen Namen. Ist aber kein Problem. Gib mal eben halt irgendeinen Namen. Oder wir zögern uns jetzt noch so lange hinaus, dass wir keinen Pokémon mehr finden. PC von Bob. Jemandes PC, natürlich. Mensch, wo war ich denn jetzt gerade? Was habe ich jetzt hier? Ablegen, ne? Ablegen. Box 1. Okay. Ja, super. Da wir Togepi aber sowieso nie verwenden, hätte ich dem eigentlich gar keinen Namen... Ach, scheiße. Okay, Jutlu, du kriegst eine zweite Chance, okay? Jutlu, du kriegst eine zweite Chance. Es tut mir leid. Es war mir von vornherein klar, dass wir Togepi einfach überhaupt nicht benutzen werden. Deswegen... war es eigentlich doof, den Namen zu geben. Ich hätte dem irgendeinen random Namen geben sollen, dem Jutlu. Dem Togepi. Mann, ist aber gut jetzt hier. Radfratz haben wir auch schon... Geh auch weg, ey. Keiner will dich. So.
Mann! Jetzt ist aber mal gut. Sandan! Oh! Das ist nice! Okay. Ja, das holen wir uns. Konfusion. Oh, das ist nice. Nein! Oh! Natürlich will ich es natürlich nicht umbringen. Ich möchte es natürlich fangen. Natürlich. So, komm schon, Sandan. Okay, wir haben das mit Togepi nie gesehen. Wir haben es nie gesehen. Okay. Psst. Wir haben es nie gesehen. Togepi gibt es gar nicht. Es existiert nicht. Fällt es aus großer Höhe, rollt sich dieses Pokémon zusammen, um so den Sturz abzufangen. Schön. Möchtest du Sandan einen Spitznamen geben? Ja. Möchte ich. Wir nennen es... Einen Namen habe ich noch. Den haben wir noch nicht gebraucht bisher. Der gab auch vom vorigen Let's Play schon dabei. Da hat er sehr, sehr viel Glück gebracht. Der gute alte Jutlu. Oder Jadlu. Gute alte Jutlu. Hat im vorigen Let's Play schon sehr viel Glück gebracht als Bibor. Und in diesem Let's Play wird er sicherlich viel Glück bringen als Sandan. Wir hatten den Namen ja noch nicht benutzt. Hat eine gute Ausdauer, das ist gut. Erhöhter Spezialangriff, gesenkte Initiative. Sandsteuer erhöht Fluchtwert in Sandsturm. Cool. Da freue ich mich aber arg. Das müssen wir dann auch nochmal trainieren demnächst. Drücken wir dem mal schnell einen Trank rein, oder? Training ist auf jeden Fall eine Sache. Die sollten wir nicht auslassen bei Sandan. Und das kann uns noch sehr, sehr praktisch werden. Okay. Dann gehen wir jetzt nach oben oder nach unten? Nach oben erstmal. Da können wir eigentlich auch Sandan direkt mal nach oben setzen. Wir gehen erstmal zu dem hier. Guten Tag. Wenn du Licht hast, brauchst du keine Angst vor Höhlen zu haben. Wenn du stark bist, brauchst du keine Angst vor meinem Pokémon-Team zu haben. Gut. Dann ist mir ja alle Angst genommen, Mensch. Da freue ich mich aber. Vulpix, auch nice. Gegen Sandan. Okay. Wir tauschen mal gegen Lucky. Weil ich mir relativ sicher bin, dass Sandan nicht so viel ausrichten kann aktuell. Wir sind ja auch im Level etwas unterlegen. Und zusätzlich noch haben wir keine Attackenvielfalt. Okay. Sehr effektiv. Sehgesang heilt uns natürlich. 1 KP, wow. Das ist sehr, sehr gut. Glut. Na, wenigstens brennen wir nicht. Gut. Ciao, Vulpix. Ciao, bye. Und wir heilen uns nochmal. Sehr, sehr schön. Hat er noch ein Pokémon? Sag mal, nee. Oder? Nee. Feuerspucke Ude hat nur ein Pokémon. Blitz. Rappel, Blitzi. Komm mit, Jutlu. Komm. Komm, wir gehen mal nach hier unten gucken. Ein X-Tempo. Okay. Was haben wir hier noch? Felsgrab. Das kann doch Jutlu lernen, oder? Das kann doch Jutlu lernen, Felsgrab. Bestimmt. Es war jetzt nicht die stärkste Attacke. Und ungenau ist sie auch noch. Aber es ist eine Gesteinsattacke. Die kann uns helfen. Jutlu, ja. Bringen wir ihm einfach mal bei. Felsgrab sowieso ansonsten eine Scheiße wäre. Müssen wir es ja nicht ewig lang aufheben. Sandan ist so cool. Ey, cool, dass wir zufällig einen Sandan gefunden haben. Freue ich mich. X-Abwehr gefunden. Na, super. Auch da freue ich mich natürlich ganz besonders. Über die gute alte X-Abwehr. So, da haben wir noch irgendein Item rumliegen. Gehen wir auch nochmal hin. So. X-Angriff. Ah, X-Angriff, X-Abwehr und X-Tempo gefunden. Ist ja super. Da freue ich mich ja. Okay. Let's fight against Imschen hier. Oha, wer hätte gedacht, dass sich hier jemanden über den Weg laufen würde?
Ich hab das gedacht. Ich hab's sogar gewusst. Guck mal an. Unix. Unix. Du geile Sau. Setzen wir dann jetzt mal ein. Wir könnten Happix einsetzen. Nee, ist zu gefährlich. Setzen Lucky ein. Unix dürfte viel Erfahrung geben. Viel Erfahrung. Kreideschrei. Autsch. Au, oh, meine Ohren. Au. Oh. Nochmal. Alter. Okay, jetzt haben wir schon eine sehr krass niedrige Verteidigung. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Aber es ist eh One-Hit. Nice. Lucky rasiert. Und Sägesang füllt 2 KP auf 3. Wow. Und Sandan erreicht Level 7. Und er lernt Sandwirbel. Okay. Oha. Und wer hätte gedacht, dass du so stark bist. Und so sexy. Das stand da genau so. Wanderer. Du bist auf dem Weg nach Azalea City, richtig? Wollen wir mal sehen, ob du es bis dorthin schaffst? Na, ich denke schon. Ich bin sogar relativ zuversichtlich, dass ich das schaffen kann. Kleinstein Level 7. Ja, mit Felsgrab können wir nicht viel ausrichten, alles andere auch nicht. Wir können aber diesmal ruhig mit Happix drauf. Das braucht ja auch noch ein bisschen Training hier und da. Ja, ein Iglo bringt ja nicht so viel. Kollege. Konfession. Das darfst du schon Aua machen. Ja. 30, 30 ist nicht so viel. Aber wir kriegen Sandan schon auch noch auf das gleiche Level wie wir. So zwischen 10 und 13 passt schon. Das ist aktuell, glaube ich, ein ganz gutes Level. Noch. So. Happix. Ich glaube, die Kleinsteins jetzt werden schon langsam etwas... Naja, gefährlich ist relativ, ne? Aber sowas wie Steinwurf und so dürften die ja eh noch nicht können. Vielleicht das Maximalste, was ich mir vorstellen könnte, wäre vielleicht auch Felsgrab. Aber das glaube ich nicht. Das lernen die ja auch so gar nicht, oder? Nee, das können die noch nicht. Steinpolitur, ja gut. Wird es halt etwas schneller jetzt. Ist immer noch langsamer als wir. Gut, freue ich mich. Immer noch kein Level aufgestiegen. What the fuck? Okay, dann aber jetzt vielleicht. Nach dem nächsten Pokémon. Level 14 Kleinstein, oder? Ne, Level 6. Oh. Haben mich ein bisschen verschätzt. Ja gut, dann auch wieder Happix, ne? Könnte aber trotzdem reichen für Level 8. Wäre natürlich cool. Würde mich freuen. Konfusion. Nice. Sehr, sehr schön. Es reicht für Level 8. Cool. Ja. Sieht doch ganz gut aus soweit. So ein bisschen Zeit haben wir noch. Oh je, meine. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir laufen noch ein Stückchen weiter durch den Tunnel. Mit Sandan. Da haben wir nämlich auch noch einen Trainer. Da liegt noch ein Item. Ah! Ich dachte, ich krieg zuerst das Item, aber ist auch egal. Diese Zubat verwirren mich ständig, meine Pokémon mit ihrem Superschall. Das ist zum aus der Haut fahren. Das glaube ich gern. Aber ich kann da auch nicht viel ändern dran. So, Smogon, Level 6. Okay. Wir können ja mal Jutlu kämpfen lassen. Mal gucken, was passiert. Finale dürften wir noch nicht können. Felsgrab erstmal. Bam, 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 bam. Zieht das viel ab? Nö. Initiative sinkt aber dadurch. Smog. Okay. Bringt natürlich nicht so viel. Bam, 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 bam. Die Initiative sinkt weiterhin. Es ist ja schon langsamer gewesen als wir. Okay. Nicht sehr effektiv. Lass uns mal nochmal Felsgrab. Kratzer ist Stärke 40. Könnte also ungefähr genauso viel Schaden machen. Naja,
Geht schon. Ein Kratzer. Yo, nice. 145 Erfahrungspunkte, nice. Ja, dann werden wir das nächstes Morgen auch noch auseinandernehmen. Sollte ja kein großes Problem werden, ne? Erstmal wieder mit Felsgrab drauf. Also wir haben es jetzt dreimal eingesetzt, ne? Und oder viermal schon? Ich glaube viermal sogar schon. Und es hat viermal getroffen, also so schrecklich ist die Ungenauigkeit jetzt nicht bei der Attacke. Jetzt zum ersten Mal daneben. Das fünfte Mal, 80% Treffwahrscheinlichkeit hat es. Also jedes fünfte Mal dürfte daneben gehen ungefähr. Kommt schon hin. Sehr cool. So, jetzt noch zwei Kratzer dürften eigentlich ausreichend sein. Oder? Ja. Giftwolke, aha. Okay. Sehr schön. Damit sind wir auch schon Level 9. Nice. Geht ratzifatzi. Und Giftstachel. Wow, das ist die Attacke des Todes. Natürlich erlernen wir mal Giftstachel für Einigler vielleicht, ja. Sehr schön. Giftstachel ist natürlich nutzlos. Aber wir könnten damit vielleicht das ein oder andere Pokémon vergiften. Das ist ein großer Vorteil. Ein Superball. Na, das ist ja super. Okay, haben wir noch ein bisschen? Na, eigentlich nicht, aber da oben reingehen können wir ja nochmal eben. Nachdem wir dieses wilde Pokémon noch geflüchtet sind. Vor diesem Pokémon geflüchtet sind, genau. Guti! Dann weg damit, ey! Weg damit, ey! Und dann gehen wir mal nach da hinten. Da können wir uns vor den großen wilden Pokémon verstecken. Und erstmal ein Folgenende machen. Yo! Komm her, du. Item, du. Ein Trank. Na, super. Oh, du klammert sich eng an dein Bein. Oh, ist das süß. Dieses Sandal ist so süß. Ist das süß. Wow. Cool. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch ein Like da, falls es euch gefallen hat. Und vergesst den Togepi-Fail. Psst. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank. Und bis dahin. Ciao.